Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Heute geht's um die teuersten Lego-Sets, die es überhaupt gab. Davon stelle ich euch heute die Top 10 vor. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst ein Like da und ein Abo. Kommen wir zu Nummer 10. Die Nummer 10 ist ein etwas anderes Set. Es ist die Market Street. Mit ca. 1400 Euro kostet es relativ viel. Und man bekommt für diesen Preis 1248 Teile. Und die Market Street sieht auch generell ganz cool aus. Ich würde sie mir kaufen. Kommen wir nun zur Nummer 9. Auf der Nummer 9 ist das Café. Also das Café Corner. Und für 1500 Euro bekommt man 2046 Teile. Das Café Corner ist so mega cool. Ich würde es mir kaufen, wäre es nicht so teuer. Ich habe das mal in so einem Lego Ideas Buch gesehen. Und boah, das ist so cool. Wäre es nicht so teuer, ich würde es mir wirklich kaufen. Ich würde sagen, wir machen weiter. Kommen wir zur Nummer 8. Und auf der Nummer 8 ist der Eiffelturm. Also ist ein ganz besonderer. Einer, der mit ganzen 1,6 Meter Höhe 1500 Euro kostet und 3428 Teile beinhaltet. Wow, schaut ihn euch an, Leute, er ist legendär. Kommen wir nun zur Nummer 7 und auf der Nummer 7 ist mein persönliches Highlight, das ist der Star Destroyer. Er sieht so mega cool aus. Er hat 1359 Teile und er kostet 1600 Euro. Und Leute, schaut euch an, wie lang das Ding ist. Das ist so viel, Leute. Wow! Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Auf der Nummer 6 haben wir ein etwas anderes Set, wie im vorherigen Punkt, und zwar der Todesstern. Bei dem Todesstern handelt es sich um einen sehr detailgetreuen Todesstern-Nachbau aus dem sechsten Teil. Und Leute, es ist nicht so ein Todesstern, wo nur so 6, 7 Räume drin sind, sondern es sind genau alle Stockwerke. Das heißt, so detailgetreu, dass jedes Stockwerk einzeln getroffen wird. Er kostet 1600 Euro und für die 1600 Euro bekommt man 3447 Teile. Und das ist echt krass für einen Todesstern, der so detailgetreu ist. Machen wir weiter mit der Nummer 5 und auf der Nummer 5 haben wir eine Minifigur. Sehr überraschend, denn diese Minifigur gab es tatsächlich nur 5000 Mal auf der ganzen Welt. Das ist nämlich die Mr. Gold Minifigur und für 1700 Euro können sie oder könnt ihr halt es in euren Händen halten, die Figur. Und ja, ich finde die einfach legendär und ich meine jetzt nicht so diese eBay-Teile, die so 9 Euro oder 14 Euro kosten, sondern die Originalfigur, die es für 5000 Mal auf der ganzen Welt gibt. Für 1700 Euro. Machen wir nun weiter mit dem nächsten Set. Und das ist die Freiheitsstatue. Die neue Freiheitsstatue. Oder die etwas ältere. Die neue ist etwas komisch. Die etwas ältere ist riesig, Leute. Für 1900 Euro bekommt man 2882 Teile. Und das ist echt richtig cool, muss ich sagen. Kommen wir nun schon zu der Nummer 3. Und auf der Nummer 3 haben wir das Grand Karussell. Das gibt es für 2500 Euro nun zu kaufen. Es hat 3263 Teile, was sehr viel ist für 2500 Euro. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Auf der Nummer 2 haben wir ein reales Gebäude, so wie der Eiffelturm, nämlich das Taj Mahal. Es kostet 2500 Euro und mit 5922 Teilen hat es hier den Platz 2 erreicht. Ich finde, das sieht auch mega legendär aus, weil es hat wahrscheinlich so viele Teile und so. Wir sind jetzt bei der Nummer 1 angelangt und das ist eins der coolsten Sets, die es je gab. Denn es ist, Leute, der Millennium Falcon. Der Millennium Falcon für 4500 Euro mit 5174 Teilen. Wow, Leute, das ist echt richtig cool. Ich finde ihn mega cool, er sieht so gut aus. Und ja. Ich würde sagen, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann liked und abonniert.